Start eigentlich immer Samstag. Heute ist Halloween und wir möchten gerne gemeinsam mit euch Halloween feiern. Wir sind heute hier am Rosenhof. Ihr seid wahrscheinlich bei euch zu Hause. Wir machen eine gemeinsame Halloween-Party. Ich finde, der Rosenhof ist einfach so perfekt geeignet für eine Halloween-Party. Das ist irgendwie so dieses Gruselige und dieses Alte und dieses Verruchte. Überall hängen Spinnweben rum. Das heißt, wir brauchen gar nicht diese künstlichen Spinnweben kaufen. Das ist alles schon da. Diese ganzen Rosen- und Kitsch-Deko räumen wir mal weg. Nichts gegen deine schöne Deko. Wir werden natürlich alles so richtig, richtig horrormäßig und gruselig dekorieren. Vicky hat alle ihre Halloween-Deko mitgebracht. Ich habe alle meine Halloween-Deko mitgebracht. Und jetzt steht vor der Tür ein Auto, das voll beladen ist mit Halloween-Deko. Eigentlich sind wir mit dem Halloween-Mobil angefahren gekommen. Tschu-tschu! Und natürlich machen wir auch super leckere Snacks und haben Hacks für euch. Schreibt uns super gerne in die Kommentare, was ihr heute an Halloween macht und durch was ihr verkleidet seid. Trick or treat, Süßes oder es gibt Saures, lasst einen Daumen nach oben da. Oder ich lasse mir was Gemeines vielleicht einfallen. Lasst Bonbons in den Kommentaren da, los geht's. Ich bin schon richtig hungrig auf Halloween-Sweets. Na Rüdiger, hattest du auch eine gute Fahrt? Du siehst auf jeden Fall keinen Tag älter aus als 300. Unser letzter Gast für heute. Rüdiger sitzt hier. Hier, mein Freund. Ich denke, Rüdiger hat mittlerweile schon 10 verschiedene Namen. Ich finde auch Wladimir würde sehr gut passen. In bester Gesellschaft. Ich glaube, hierzu müssen wir euch noch etwas erzählen. Sieht das vielversprechend aus? Guckt mal, wie süß. Es gibt Shop-News von uns. Wuhu! Anlässlich des Einhorn-Tages haben wir uns eine richtig, richtig coole Aktion überlegt. Denn ihr freut euch immer, wenn es wieder eine Autogrammkartenaktion in unserem Shop gibt. Und dieses Mal gibt es diese Aktion sogar eine ganze Woche lang. Suri freut sich auch. Sie buddelt hier ein Loch neben mir. Von diesem Sonntag, also ab heute, von Sonntag bis Sonntag, eine Woche lang, werdet ihr so eine von uns handsignierte Autogrammkarte in eurem Päckchen mit dabei haben, wenn ihr etwas in unserem Shop bestellt. Ab einem Bestellwert von 20 Euro. Süß, oder? Alle Infos nochmal ganz, ganz cool. Ab 20 Euro, Sonntag bis Sonntag, anlässlich zum Einhorntag, bekommt ihr eine Einhorn-Autogrammkarte von uns. Wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir. Ach ja, nur so ein kleiner Tipp von mir. Wir haben neue Bettwäsche und die ist richtig, richtig, richtig schön. Die Realität. Einfach mal komplett Chaos. Und falls ihr euch fragt, warum hier plötzlich ein neuer Tisch steht, der ist nur vorübergehend. Der andere Tisch ist nämlich gerade beim Tischler. Was wäre Halloween ohne Süßigkeiten? Fragt bitte nicht, warum eine Bettdecke am Tisch liegt. Das wird hier super schick. Ich habe eine Tischdecke mit dabei. Kann man den kleben? Aber Suri ist genau drunter gestanden. Hast du den Totenkopf auf meinen Hund geworfen? Baby, geht's gut? Ist dir was passiert? Sie hat sich nur erschreckt. Ich habe ein paar Kürbisse mitgebracht. Ich bin für ein Food-Test. Blutpopcorn. Es ist rot und es riecht nach Ketchup. Schmeckt okay. Es finde ich sehr lecker. 3,5 von 5 Sternen von mir. Und direkt vor dem Haus errichte ich einen Friedhof. Na, das wünscht man sich doch. Sag mal, gibt es hier sowas wie ein Bügeleisen? Das müsstest du wissen. Man sollte dazu sagen, dass das Tischtuch eigentlich für einen runden Tisch ist. Das kriegen wir hin! Lebensmittel haben in grün, Streusel in grün, Spinnennetzkekse und grüne Schnüre. Und wir haben sogar eine Geistseife. Ist die nicht cool? Ich weiß noch nicht, wohin damit. Sie ist cool. Augen! Und noch mehr Augen. Wer wird sich trauen, die zu essen? Ah, ich finde die so eklig. Ich bin für das Kochchaos zuständig. Ein Kürbisteller und eine Eule. Fangen wir mit dem ersten Dessert an. Das machen wir in so kleinen Gläschen. Grabsteinpuddings. Es fühlt sich gerade so ein bisschen an, als hätten wir voll den Stress und müssen für die Party fertig werden. Aber es kommen eh keine Gäste, also es ist egal, wann wir fertig werden. Rüdiger, das Skelett. Und der schon da. Sag mal, wusstest du, dass wir einen zweiten Rüdiger haben? Hä? Die sehen doch voll gleich aus. Hey, Bro!
Wer ist denn jetzt wer? Die sind ja in Orange. Crazy. Magst du einen Halloween-Keks kosten? Ja. Diese Orange innen. Lecker. Das Ganze wird jetzt zu kleinen Krümeln, denn das wird Erde. Jetzt halt mit Orange leider. Sollen wir das trennen vielleicht? Oh, das ist gut. Das geht easy. Ich esse es einfach jetzt schon. Bekommt das Gläschen die Erde so als Topping. Süß. Die Grabsteine werden vervollständigt, damit es auch jeder gleich erkennen kann. Tada! Das sieht cool aus. Und natürlich kommen gleich noch Würmer drauf. Crazy! Ich habe hier gleich ein super Special Effekt für euch. Aus und an und aus und an. Das war ein kleines süßes Erdbeergeister. Zweimal tunken, damit sie auch schön deckend weiß sind. Und das wird erstmal Nummer 1. Die erste Geister-Erdbeere ist fertig. Lege ich sie extra so hin, dass sie noch so einen Geisterspitz bekommen. Oh nee, der ist nicht so gut gelungen. Ich baue hier gerade einen Kerzenleuchter zusammen, ohne zu wissen, ob hier irgendwo Kerzen finden kann. Ist er nicht ein Traum? Ach ja, hier sind noch die allerbesten, allerwichtigsten Sachen. Das hier ist das Highlight meines Lebens. Das wird ein übergroßer Geist für den Garten. Machen das einfach in den Innenhof. Das wird ein Geist, der pustet sich auf, ist dann so riesig. Ich lieb's. Spinnweben. Noch mehr Spinnweben in Schwarz. Klausi, unser Hausgeist. Hallo, mein Freund. Du bist groß. Sag mal, hast du meinen Friedhof zerstört? Das war der Wind. Damit habe ich nichts zu tun. Irgendwas passiert mit dem Geist. Er leuchtet sogar schon. Und los. Er arbeitet an sich. Und er blinkt. Wie cool. Hallo, willkommen in meinem Geisterschloss. Sogar einfach zu groß für hier. Er ist riesig. Ich habe gerade noch den letzten Feinschliff heimlich hinzugefügt. Leute, Sarina hasst Spinnen und eigentlich hätte sie lieber keine Spinnen bei der Halloween-Deko. Aber ich dachte mir so, hey, was hat sie schon gegen Spinnen? So eine kleine... Oh, sieht man das? Eine Riesenspinne. Aufgehängt. Ich stelle mal die Kamera auf, um zu sehen, wie sie gleich reagiert. Sarina? Ja? Kannst du mal gucken? Meinst du, hier fehlt noch was? Der Geist ist umgefallen. Ja, aber komm mal. Er will nicht mehr stehen. Sarina ist schon ein bisschen sauer. Er bleibt einfach nicht mehr stehen. Au. Mann. Sie festbinden. Meinst du, da fehlt noch irgendwas? Dein Ernst? Nein, nein. Das war so viel Arbeit, die aufzuhängen. Keine Spinnen dürfen. Puh, ich dachte schon, ich hätte mit der Lebensmittelfarbe gekleckert. Hallo, hier ist Victoria, eure heutige Barkeeperin und ich mache jetzt ein Gruselgetränk. Ich habe mir nicht so viel überlegt, weiß, dass ich grüne Lebensmittelfarbe brauche. Das sieht aus wie blau, was ist denn hier los? Hä, soll es nicht grün sein? Da steht sogar drauf, green. Blau ist auch gruselig. So, wichtige Zutat, Würmer. Zweite wichtige Zutat, grüne Schnüre. Spaghetti. Das eine oder andere Augäpfelchen. Noch so ein wunderschönes blaues Auge. Tada! Limonade drüber. Mal gucken, was passiert. Die Augen schwimmen schon mal. Ich find's toll. Leimtest! Ein Träumchen. Kann man trinken? Ich habe die Wahl zwischen der Spinne. Mein zweiter Favorit sind die Fledermäuse. Oh, den Kürbis habe ich ja auch noch. Den mag ich auch sehr. Ich bin auch auf der Suche. Suri hat sich sehr bequem gemacht. Ich bin auf der Suche nach meinem Umhang. Bei dem Chaos verliert man einfach den Überblick. Was ist das? Ich bin heute Vampirina, Ihre Begleitperson über den Horrorhosenhof. Folgen Sie mir unauffällig. Na, wer traut sich mit nach drin? Gruseligsten finde ich einfach diese Fledermaus. Die hat rote Augen. Geht es nach drinnen? Ins Horrorhaus! Ah! Einfach mal ein Schock am Anfang! Danke, der Hexe auf unserer
Freundin, lebst du noch? Hey Vicky, wir haben was vergessen. Rückzug, Timeout. Entschuldigung, Annabelle. Action. Willkommen auf der Halloween Party. Ich finde, man erkennt gar nicht wieder. Hier sitzen unsere Freunde Rudolf und Sie bekommen einfach jeden Tag neuen Namen. Das ist verboten! Die ersten Snacks stehen schon bereit. Es gibt Geister, die eigentlich Erdbeeren sind, Süßigkeiten, Blut, Popcorn, mein super Getränke Special Editions. Wer hat das Horrorbaby ins Regal gelegt? Wie creepy ist das denn? Es liegt einfach hier. Random. Bye bye. Ich bin mal eben zurückgehuscht in meine Küchen-Area. Und jetzt wird serviert. Der hier ist für dich. Dankeschön. Explosion. Zuckerschock. Süßes oder saures? Ich habe ein Auge für dich. Rück mehr rüber. Süßes oder saures? Oh Gott, sie will mir den Arm brechen. Ich gehe wieder. Das Beste an Halloween. Es hat nichts damit zu tun, dass es eine Spinne ist. Ich hätte mich auch geschockt, wenn du einen Kürbis geworfen hättest. Kannst kommen. Und nicht vergessen, bis nächsten Sonntag bekommt ihr in unserem Online-Shop www.springer14.com bei einem Bestellwert ab 20 Euro eine Autogrammkarte von uns dazu. Danke, dass ihr mit dabei wart und danke für alle eure Daumen nach oben. Habt noch mega coole Halloween. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich esse jetzt meinen Grabstein.